Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Schuh-Einstellungsmöglichkeiten noch einmal genauer zeigen. So, zuerst einmal, dieses Video kommt am 24., weil es natürlich am Mittwoch ist. Wie gesagt, um 16.30 Uhr. Deswegen, falls ihr das Video jetzt gerade schaut, dann fröhliche Weihnachten. Aber wir wollen jetzt mal ganz normal loslegen, deswegen. So, also, viele hat mich angeschrieben, dass die Einstellungen irgendwie doch zu kompliziert waren, beziehungsweise sie hatten einige Einstellungen nicht ganz verstanden und deswegen ist es zu Fehlkonfigurationen gekommen, um die ich mich jetzt heute mal kümmern möchte. Also, zuerst einmal, wie komme ich überhaupt in die Einstellung? Dazu öffnet ihr die App, wie ich das jetzt schon getan habe. Ihr seht hier diesen Start Recording Button und da klickt ihr einfach daneben auf dieses i drauf und dann seid ihr in den Einstellungen für die entsprechende Aufnahmemöglichkeit. So, hier könnt ihr dann das Format wählen. Da habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal MP4 und einmal MOV. Hier haben wir die Orientation, also die Einstellungsmöglichkeiten, wie dieses Video überhaupt aufgenommen werden soll. Da haben viele Probleme mit gehabt, denn das iPhone kann nur in einer Richtung aufnehmen, also entweder hochkant oder seitlich, wie bei einem normalen Video das halt der Fall ist. Das bedeutet, wenn ihr Apps aufnehmt, die seitlich sind, müsst ihr die Einstellungen auch seitlich wählen. Nehmt ihr ein Video hochkant auf, müsst ihr das Ganze auch hochkant eingestellt haben, sonst ist das Video hinterher falsch herum gedreht. Also achtet auf diese Einstellung, ganz wichtig. Dann hätten wir noch die Einstellung der Dissolution. Das bedeutet die Auflösung. Ihr könnt in 1080, 720 und 640, 480, 360 und 240p aufnehmen. Da könnt ihr natürlich wählen, wie ihr das Ganze möchtet. Und hier habt ihr die Bitrate, um das mal komplett zu erklären. Wenn ihr es zu hoch stellt und eine rechenintensive App verwendet, wird durch die hohe Bitrate das Video ruckeln. Und da die Bitrate aber auch sehr wichtig ist bei diesem Video, damit es nicht ruckelt, darf sie auch nicht zu niedrig sein. Da müsst ihr einfach selber mal ausprobieren, was bei euch am flüssigsten läuft. Und dann war es das auch schon mit diesen Einstellungsmöglichkeiten. Mehr könnt ihr eigentlich nicht machen. Also ist eigentlich relativ simpel. Aber ich wollte es trotzdem mal erklärt haben, da mich jetzt schon mehrere Leute angeschrieben haben und ich das jedes Mal von neuem erklären musste. Und ja, dann war es das auch schon mit diesem Video. Schöne Weihnachten noch und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch am 31., also logischerweise zu Silvester, wieder um 16.30 Uhr. Bis dann, haut rein, ciao.